Guten Abend, meine Damen und Herren. Die zwei Bomben beim Boston-Marathon waren selbst gebastelt, und zwar aus 6 Liter Druckkochtöpfen, gefüllt mit Metallsplittern, Nägeln und Sprengstoff. Sie ausgerechnet im Zieleinlauf des ältesten Stadtmarathons der Welt kurz nacheinander zu zünden, und zwar nach etwas mehr als 4 Stunden Laufzeit, das verstärkte noch ihre verheerende Wirkung. Es ist nämlich die Zeit, in der die große Masse der Amateurläufer ankommt. Viele Väter und Mütter also. Und das heißt, dass deren Freunde und Familien an der Zielgeraden stehen, um zu jubeln. Heute spricht auch US-Präsident Obama ausdrücklich von einem Terroranschlag. Wer dahinter steckt, ist aber noch immer unklar. Stefan Niemann berichtet. Alle Flaggen auf Halbmast. Amerika trauert um die Bombenopfer von Boston. Dies war ein abscheulicher und feiger Akt, und auf der Grundlage dessen, was wir bisher wissen, ermittelt das FBI in Richtung Terroranschlag. Immer wenn Zeitbomben benutzt werden, um Unschuldige zu treffen, ist das Terror. Der beliebte Boston-Marathon, er wird zur blutigen Tragödie. Amateuraufnahmen zeigen die erste Explosion, Sekunden später die zweite. Die Menge bricht in Panik aus. Viele denken an die New Yorker Terroranschläge vom 11. September, befürchten noch mehr Bomben. Dann die zweite Explosion, und wir wussten, das muss eine Bombe sein, und alle riefen, rennt so schnell ihr könnt. Doch viele können nicht mehr laufen. Sie haben Schnittwunden und Splitterverletzungen erlitten. Manchen hat die Detonation ganze Gliedmaßen abgerissen. Obwohl Ärzte und Sanitäter sofort zur Stelle sind und mehr als 170 Verletzte versorgen, schweben 17 Menschen noch immer in Lebensgefahr. Das FBI hat die Ermittlungen an sich gezogen. Die Fahnder gehen etlichen Hinweisen nach, haben aber noch keine Verdächtigen verhaftet. Ob hinter dem Bombenanschlag ein Einzeltäter steckt, ob die Tat islamistischen Hintergrund hat oder regierungsfeindlichen Amerikanern zuzuschreiben ist, die Ermittler wissen es noch nicht. Die Spurensuche geht weiter am Tatort Boston. Ja, Tina Hassel in Boston. Auch wenn es noch keine echte Spur gibt, gibt es denn wenigstens Vermutungen der Polizei? Ermittelt sie in eine bestimmte Richtung? Nein, das FBI ermittelt wirklich in alle Richtungen. Man betont jetzt hier, dass die Art dieser Bomben, diese Schnellkochtöpfe gefüllt mit Nägeln und Metallteilen, daran erinnern an Bomben, die in Afghanistan und im Irak verwendet werden. Andererseits muss man wissen, dass der Monat April einer ist mit sehr vielen Reizthemen für die radikale Rechte in Amerika, für Regierungshasser. Gestern musste die Steuererklärung abgegeben werden. Diese Menschen betrachten das als Übergriff des Staates. Ist jetzt sich der Jahrestag des Oklahoma-Bombings. Für beide Seiten gibt es gute Gründe, und deshalb ist noch alles offen. Es ist natürlich zu früh, um über Konsequenzen zu reden, aber diese Art von Kochtopf-Bombenanschlag, die hätte man doch wohl kaum verhindern können. Es sei denn, man schleuste bei jedem Marathon und jedem Fußballspiel die Zuschauer durch Metalldetektoren. Genau, John Boru, und das sagen die Menschen auch hier. Große Sportereignisse sind auch so etwas wie Happenings. Da will man Spaß haben und zusammenkommen, spontan sein. Da kann man nicht 100% solche Anschläge verhindern. Das ginge nicht. Das wissen die Veranstalter, das wissen die Sportler und die Zuschauer. Und das soll auch so bleiben. Das haben uns die Menschen hier in Boston immer wieder gesagt. Und das hat ja auch der Präsident betont, wenn er gesagt hat, wir lassen uns nicht terrorisieren. Tina Hassel mit den neuesten Informationen aus Boston. Danke. Wer als Politiker etwa 4 Millionen Euro Steuergeld für ein handtellergroßes Stück Kunststoff ausgibt, der sollte dafür eine gute Begründung parat haben. Für den Finanzminister von Rheinland-Pfalz, Carsten Kühl, ist die Sache klar. Mit dem Geld kaufte das SPD-geführte Bundesland nämlich Datensätze mutmaßlicher Steuerbetrüger mit Konten in der Schweiz. Und diese Daten sollen den Kaufpreis um ein Vielfaches aufwiegen. Der Kauf ist allerdings umstritten. Trotzdem, bundesweit rückten heute Steuerfahnder zu Hausdurchsuchungen aus. Stefan Lehnert. Rund 500 Millionen Euro soll sie am Ende bringen. 500 Millionen an zusätzlichen Steuereinnahmen also. Gekostet hat sie das Land Rheinland-Pfalz nicht einmal ein Hundertstel. Besonders werthaltig nennt das der Finanzminister. Deshalb und weil der Beschaffung der Daten kein Kapitalverbrechen vorangegangen sei, habe sein Bundesland zugeschlagen. Die wenigen Länder, die das nicht machen, verhalten sich meines Erachtens unsolidarisch. Ich kann nur an alle appellieren und gehe auch davon aus, dass sich jetzt alle an dem Ankaufspreis dieser CD beteiligen. Denn alle bekommen ein Vielfaches an Steuereinnahmen über den Ankauf dieser CD zurück. Niedersachsen hat seine Beteiligung bereits angeboten. Der Datenankauf gilt als der bislang umfangreichste und wohl auch ertragreichste in Deutschland. Es geht um tausende Konten bei Schweizer Bankinstituten.
Offensichtlich liegt hier immer noch deutsches Schwarzgeld, obwohl Steuerbetrüger mit einer Selbstanzeige straffrei bleiben können. Doch an dem Datenkauf gibt es auch Kritik. Es ist unstreitig, dass Steuergeldhinterziehung kein Kavaliersdelikt darstellt. Der Rechtsstaat muss sich aber anhand von einwandfrei rechtsstaatlichen Methoden der Bekämpfung widmen. Und Deals mit kriminellen Datenhehlern gehören meines Erachtens definitiv nicht dazu. Die rund 200 Razzien heute waren möglicherweise erst der Anfang. Wegen der großen Datenmenge könnten die Ermittlungen noch lange andauern. Und nun noch ein Überblick über weitere Nachrichten. Der Iran ist von einem Erdbeben erschüttert worden. Mehr dazu von Susanne Daubner. Das Epizentrum lag nahe der Grenze zu Pakistan, etwa 100 Kilometer entfernt von der Stadt Saravan. Das Beben erreichte eine Stärke von 7,8. Über die genaue Zahl der Opfer im Iran gibt es keine gesicherten Informationen. Im benachbarten Pakistan kamen nach offiziellen Angaben 34 Menschen ums Leben. Nach der Verschiebung des NSU-Prozesses in München hat die bayerische Justizministerin Merck den Nebenklägern eine finanzielle Entschädigung zugesichert. Sie hatten nach Angaben ihrer Anwälte Fahrkarten und Hotels gebucht, die nun storniert werden müssten. Das Oberlandesgericht hatte das Verfahren nach dem Streit über die Vergabe der Presseplätze um knapp 3 Wochen verschoben. Die geplante Reform des Emissionshandels ist vorerst gestoppt. Das Europaparlament sprach sich mit knapper Mehrheit gegen den Vorschlag der EU-Kommission aus, einen Teil der Verschmutzungsrechte vorübergehend vom Markt zu nehmen. So sollte ein weiterer Preisverfall der Zertifikate verhindert werden. Und das waren in Kürze die Tagesthemen. Noch ein Satz zum Wetter. Morgen wird es überall wechselnd bewölkt. Im Norden allerdings bei kühlen 10, im Süden dagegen bei 25 Grad. Ja, Süden, dazu gehört auch München. Und da geht es jetzt weiter mit Reinhold Beckmann und Mehmet Scholl.